So, hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den ein paar vorangegangenen Videos hier auf dem Kanal haben wir uns ja mit der Überarbeitung von dem Bremssystem beschäftigt, mit dem Überholen der Bremssattel, mit dem Belagwechsel und auch mit der Feststellbremse der Hinterachse. Und um dieses ganze Thema jetzt abzuschließen, müssen wir natürlich unser komplettes Bremssystem wieder mit frischer Bremsflüssigkeit befüllen und anschließend dann entlüften. So, und hier auf YouTube gibt es ja auch ganz, ganz viele Videos, die verschiedene Varianten vom Entlüften vorstellen. Die Einmannmethode, die Zweimannmethode über das Bremspedal im Cockpit, das Entlüften über die Entlüftungsschraube oder am Ausgleichsbehälter mit Druckluft. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich möchte euch heute mal meine Variante vorstellen und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. So, als erstes öffne ich meinen Ausgleichsbehälter hier oben und befülle das ganze System erstmal mit neuer Bremsflüssigkeit. Mercedes gibt nur gewisse Bremsflüssigkeiten frei, da blende ich euch wieder die Datenkarte von Mercedes ein. Füllt ruhig die Bremsflüssigkeit bis zur Maximalmarkierung auf. So, zum Entlüften habe ich jetzt hier mal die Vorderachse rausgesucht auf der linken Seite. Machen wir jetzt zuerst hier an der vorderen Entlüftungsschraube, ziehen wir die Staubschutzkappe ab. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis, wenn ihr mit der Bremsflüssigkeit umgeht, passt auf, dass ihr da nichts an die Finger bekommt, beziehungsweise tragt Handschuhe. Und habt da auch immer ein kleines Fläschle mit Wasser parat. Einmal, um euch vielleicht die Hände gleich wieder zu waschen, wenn doch mal was drüber geht. Und auch, wenn jetzt über die Entlüftungsschraube etwas Bremsflüssigkeit über den frisch lackierten Bremssattel läuft, das Zeug greift Lack ziemlich stark an, dass ihr das dann gleich wieder wegspülen könnt, dass euer frisch lackierter Bremssattel da nicht eben mit Leidenschaft gezogen wird. So, zum Entlüften habe ich mir hier so eine Handpumpe geholt, die man hier hinter betätigen kann. Die baut einen Unterdruck auf und zieht quasi die Bremsflüssigkeit in diesen Behälter hier, den wir hier angebracht haben. Da habe ich etwas frische Bremsflüssigkeit unter rein gemacht, das gerade noch so, ich hoffe, das erkennt man, dieser Schlauch, dieser durchsichtige Schlauch hier gerade noch in der Bremsflüssigkeit unter drin ist. Das soll einfach dann verhindern, falls der Druck abfällt während dem Entlüften, dass nicht wieder Luft durch den Bremssattel dann wieder in die Bremsleitung gezogen wird. Deshalb habe ich hier ein bisschen frische Bremsleitung noch drin. Das komplette Set wird mit verschiedenen Aufsätzen für die verschiedenen großen Entlüfterschrauben hier vorne geliefert, das schwarze Teil. Und wir setzen das einfach, nachdem wir die Staubschutzkappe entfernt haben, hier oben diesen Aufsatz an, bis zum Schraubenschlüsselaufnahme. Und dann drehen wir einfach die Entlüftungsschraube etwas auf. So, 1,5 Gewindegänge, das reicht schon. Und jetzt sehe ich schon, dass hier durch das Schläuchle schon etwas Bremsflüssigkeit kommt. Und jetzt baue ich hier Druck auf. Und schaue dann in meiner durchsichtigen Leitung hier vorne, bis keine Luftblase mehr durch den Schlauch rauskommt und hier unten in meinem Behälter dann keine Blase mehr aufsteigt, sondern nur noch die reine Bremsflüssigkeit ohne irgendwelche Luftblase. So, man sieht, der Behälter wird voller. Und hier vorne, zwischen Behälter und dem Aussatz der Entlüftungsschraube,
habe ich jetzt klare Bremsflüssigkeit und keine einzige Luftblase mehr drin. Ich mache jetzt aber trotzdem noch ein paar Pumper, um wirklich sicher zu gehen. So, und wenn das soweit in Ordnung ist und kein Bläschen mehr da ist, drehe ich die Entlüfterschraube wieder zu. Darauf achte, dass der Aufsatz noch drauf bleibt, bis ihr die Entlüfterschraube komplett geschlossen habt. Und dann könnt ihr hier an der Handpumpe den Unterdruck wieder abbauen und könnt dann ganz normal diese Leitung entfernen. So, danach nehmt ihr euch ein Tuch, spritzt ein bisschen Wasser drauf und reinigt hier oben den Bereich hier um diese Entlüfterschraube, damit, wie gesagt, die Bremsflüssigkeit nicht den Lack von unserem frisch lackierten Bremssattel angreift. So, die Staubschutzkappe wieder drauf und dieser Bereich, dieser Teil vom Bremssattel wäre jetzt entlüftet. So, das war es im Prinzip schon zum Entlüften der Bremsanlage hier an unserem 107er. Natürlich das, was wir jetzt an unserem vorderen linken Bremssattel gemacht haben, müsst ihr an alle anderen Bremssattel genauso tun, an jeder Entlüfterschraube, so lang, bis wirklich blasefreie Bremsflüssigkeit in eurem Auffangbehälter hier zwischen Pumpe und Anschlussstück dann tatsächlich in dem Behälter dann auch zu sehen ist. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir wirklich die komplette Luft aus diesem System, aus allen Leitungen dann auch draußen habt. Wenn ihr dann den Bremstest macht, ihr habt alles wieder montiert, seid auf der Straße unterwegs, und der Pedalweg ist trotzdem noch zu lang, dann müsst ihr die Prozedur nochmal durchführen, weil ein längerer Pedalweg ist oft der Indiz dafür, dass halt sich im System noch Luft befindet und dann müsst ihr diese Luft noch letztendlich rauskriegen. So, wenn ihr Bremsflüssigkeit an der Entlüfterschraube ablasst, dann zieht ihr ja oben aus dem Vorratsbehälter immer wieder neue Bremsflüssigkeit unten raus durch die Entlüfterschraube, durch den Bremssattel durch. Da müsst ihr auch oben dann schauen, dass der Flüssigkeitsstand nicht zu gering wird, weil sonst zieht ihr über den Ausgleichbehälter logischerweise wieder Luft rein. Ja. Also immer gucken, dass ihr da am Maximum-Level seid vom Füllstand her, damit sich hier oben nicht wieder Luft über diesen Vorratsbehälter in diese Anlage einzieht und ja, dann ist das vergebene Liebesmühe und das ganze Entlüfter hat so wenig Sinn. So, wie gesagt, diesen Koffer hier packe ich euch in die Produktbeschreibung mit rein, beziehungsweise in die Beschreibung vom Video packe ich euch den Produktlink rein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen bei Amazon und dann hoffe ich, das Video war lehrreich für euch, ihr konntet was mitnehmen. Ich konnte euch eine Variante aufzeigen, hier diese Bremsanlage zu entlüften. Und dann freue ich mich für das Interesse, das da war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr wollt. Mich würde es freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.